Moin Patrick! Moin Philipp! Da sind wir wieder! Ja, wir haben gerade ein BMW E30 Cabrio abgeholt mit dem geilen 320 Sechszylinder. Ja, wie du ja gesehen hast, geht da noch ein bisschen lieber rein. Fahren wir jetzt erstmal zur Werkstatt, gucken den einmal kurz durch, was wir noch so machen müssen. Ich habe schon gesehen, so ein bisschen lackieren hier, ein bisschen lackieren da. Nichts Weltbewegendes, aber ist der Sound schon wieder geil? Oh, das wäre doch wieder genau das Ding für Chevy, oder? E30 ist doch wieder genau seine Baustelle. Bisschen tiefer, ein bisschen breiter, ein bisschen prolliger, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Das sieht schon mal schlecht aus hier. Dann können wir hier auf dem Schotterplatz fahren. Nein, können wir auch nicht. Hier ist auch, gucken wir mal da hinten. Voll, 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 voll. Guck dir das mal an. Das ist, normal ist das auch alles nicht, ne? Alles verkauft hier, ne? Kannst du alles verkauft, was hier steht. Hier vorne, alles, was hier steht, ist auch verkauft. Dann gucken wir mal, ob wir hier an der Seite irgendwas machen können. Nein, können wir auch nicht. Oh, Jesus Christus. Hier ist er. Oh. Guck dir das mal an, Philipp. Wir drehen gleich mal eine eigene Folge. Wie suche ich einen Parkplatz bei OM Classic? So, hier geht auch nichts. Hier vorne, guck dir das an. Hier hat sich auch schon wieder einer hingestellt. Oh. So, ja, außer Spesen nichts gewesen. Fahren wir eben zur OM-Halle, wa? Ob wir den da eben schnell hinstellen können, oder? Wahnsinn. Wenn du dann überlegst, weißt du noch bei unserem ersten Videodreh, wo wir 9 Autos in unserer Halle stehen hatten? Und da musstest du die noch so hinstellen, ja, damit das so aussieht. Genau, als hätten wir viele Autos. Das Schlimme ist ja, wir haben ja noch den Stellplatz in Hemmelte, wo Andreas ja seine Filiale hat, der auch schon wieder erweitert hat, weil das hier einfach zu klein geworden ist, innerhalb von einem Jahr. Und da steht auch alles voll mit Autos. Da ist eine Seite in der Werkstatt komplett voll mit Restaurationsobjekten. Da können wir auch schon nichts mehr hinstellen. Da haben wir in Kloppenburg noch einen Platz, wo ich eigentlich 2 Autos hinstellen darf. Und hat mir da auch schon 4 Plätze ergaunert. Oh, du weißt langsam nicht mehr, wohin. Nee, das ist... Und das kostet ja auch alles ohne Ende Zeit. Alleine, was wir so an Parkplatzsuche aufwenden. Und es kommen morgen noch neue Fahrzeuge. Wir haben noch ein schönes E36 Cabrio, ein schönes Saab Cabrio. 2 BMW E34 kommen noch, ein 520 und ein 525. Und ich hole am Sonntag noch einen schönen BMW E21 ab. Oh, Philipp, hier. Ja, wie war das noch mit dem Fensterheber? Schlüssel oder Fensterheber, oder? Hier. Man sieht. Nichts, wie man sieht, sieht man nichts. Ja, der hat so diese typische auch E30-Krankheit. Drehzahlmesser ist ausgefallen und Tankanzeige ist ausgefallen. Das wird natürlich noch behoben. Er kriegt noch ein originales Radio eingebaut. Und was natürlich für mich ein absoluter Stilbruch ist, der Kunde hat einen E30 320 mit M-Technik 1-Paket eine abnehmbare Anhängerkupplung montiert. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Das geht gar nicht. Also das ist ja schon, das wird alles noch wieder zurückgebaut. Kriegt noch ein originales BMW-Radio eingebaut. Das habe ich schon bei eBay bestellt. Was halt geil ist, 129.000 belegbare Kilometer gelaufen. Das ist schon ganz okay, so wie es ist. Das musst du rausschneiden. Man darf während der Fahrt nicht ans Telefon. Das ist meine Frau. Warte, doch, muss ich. Schatz, wir sind mitten in Dreharbeiten. Ich muss auflegen, ja? Du bist live dabei. Ich lege jetzt auf, ne? Tschüss. So, jetzt habe ich auch wieder Ärger gekriegt. A, weil wir Dreharbeiten haben und B, weil ich ans Telefon gegangen bin. Wäre ich nicht ans Telefon gegangen, hätte ich auch Ärger bekommen. Also, schneidest du das bitte raus? Ja, das schneide ich diesmal wirklich raus. Mhm, genau wie das letzte Mal mit dem Schottenrock. Nein, ja. Das kommt nicht rein, Patrick, versprochen. Ja, aber das ist doch witzig. Ja, nee, nicht für mich. Ja, so viel dazu, ne? Der ist auch schon verkauft, der Grüne. Oh, ist auch kein Parkplatz mehr frei. Ja, hier geht's auch nichts mehr. Dann gucken wir mal drin. Ja, Philipp, ja, das wird auch nichts, wa? Der ist auch schon verkauft, aber wir haben was Neues und das zeige ich euch jetzt. Oh, jetzt bin ich gespannt, wo es hingeht. Ja, wenn man sieht, da ist Andreas, Bundesstraße. Jetzt sind wir auf in dem alten Industriegebiet von Lastrup. Da war gerade Kaliber, wo ich noch ein Mittagessen schulde, weil du wieder mit Chevy gemeinsame Sache gemacht hast. Genau. Ich kann es dir bloß nicht nachweisen. So, das ist die Straße im Eichengrund in Lastrup. Und ab dem 1.7. findet ihr die Firma OM Classics und Clean Buddies hier im Eichengrund 5. Und weil ich ja immer dieses verfluchte Problem habe mit den Schlüsseln, haben wir jetzt hier... Nee. Ein elektrisches Tor. Junge, Junge. War? Den kannst du ja auch verloren bringen, ne? Ja? Da habe ich 5 Stück von. Ach so, ja, so. Ja, gut. Und das Ding ist so groß, da kommt jetzt auch noch, ich habe von unserem Betriebsleiter so einen Schlüsselpieper bekommen, dass ich auf den Knopf drücken kann und das Ding jault, wenn ich, oh je, yeah, hier geht schon rund. Ja, hier kommt schon
schweres Gerät. Muss ja alles einmal schick gemacht werden und aufgeräumt werden und sauber gemacht werden. Und jetzt würde ich vorschlagen, zeige ich euch einmal, wie es aktuell hier aussieht. Das Witzige an der Geschichte ist, vor, und das ist erschreckend, ich bin jetzt 39, 17, vor 22 Jahren, das muss ich mal vorstellen, wie alt ich schon wieder bin, habe ich hier meine Ausbildung gemacht. Ja, das wird das zukünftige Eingangstor. Dann ist der Plan, dass wir hier vorne am Zaun, ich schätze mal, hier kriegen wir locker 30, 40 Fahrzeuge schön geparkt hin. Wir können ja jetzt einmal drumherum gehen, bevor wir euch gleich zeigen, wie es einmal hier drin aussieht. Hier vorne vor der Halle kommen einzelne Parkbuchten hin für Kundenparkplätze. Hier oben kommt eine neue Attica mit unserem OM Classics Logo. Auf der linken Seite Clean Buddies, dazu erkläre ich euch gleich ein bisschen mehr. Und die einzelnen Scheiben lassen wir folieren mit so ein paar Akzenten von verkauften Fahrzeugen. Und wie man sieht, hier ist Platz ohne Ende für unsere Fahrzeuge. Hier vorne, da kommen unsere Mitarbeiterparkplätze hin. Hier haben wir auch noch mal eine weitere Einfahrt, die aber für den Kundenverkehr geschlossen wird. Die nutze ich nur für mich, weil ich ja immer meine Schlüssel verliere. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die Fernbedienung verloren. Ja, siehst du, geht ja schon. Jetzt ohne Scheiß. Nee, habe ich die gerade ins Auto gelegt, Philipp? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, wahrscheinlich. Müssen wir gleich mal eben gucken. Aber ich habe hier den Generalschlüssel noch. Ja, hier haben wir uns überlegt, ich weiß nicht, ob ihr es im Social-Media-Bereich verfolgen konnte. Mein heißgeliebter 66er Ford Mustang ist ja leider während einer Probefahrt in Flammen aufgegangen. Den lassen wir jetzt gerade von der Firma Lüske aus Holtinghausen zum Blumenbeet umbauen. Dann sägen wir das Dach ab, der kommt hier so ein bisschen dekorationsmäßig hin. Dann haben wir noch einen alten VW Golf 2. Zur Hälfte, der wird gerade zum Holzkohlegrill umgebaut, da kommt so eine kleine Lounge hin. Ja, wenn wir einfach mal in der Mittagspause den Grill anschmeißen wollen und noch Feierabend, oder wenn wir mal das ein oder andere Kundenfest machen, oder wenn wir den nächsten OM Classics Charity Run, der wird dann hier stattfinden, um dann ja, die Kunden und Freunde der Firma und Fans zu verköstigen. Hier hinten, ja, hier kommt nichts, hier kommt unser Fuhrpark hin. Wir haben diesen dreiachsigen Abschleppanhänger oder Transportanhänger. Unsere Leihwagen, die werden dann hier vorne stehen. Und an dieser Seite verstecken wir dann, wir haben ja noch ungefähr 20 Restaurationsobjekte stehen oder Autos, wo wir noch kleine Reparatur machen müssen. Die stellen wir erstmal hier unter. Wobei die Restauration weiterhin bei Andreas dann stattfinden, weil er dafür einfach die perfekt ausgestattete Werkstatt hat. Ja, hier oben wird auch noch einmal alles beklebt, weil wir hier die Möglichkeit haben, jetzt ist natürlich die Bundesstraße mit den Bäumen alles ein bisschen stark bewachsen, aber man hat ansonsten die Möglichkeit, direkt OM Classics auch von hier oben zu sehen. Hier kommt dann Kfz Karpmann, OM Classics und Clean Buddies an die Scheiben. Wie man sieht, ne, hier geht noch viel Zeit und Liebe rein, aber das sollte alles kein Problem sein. Fahnenmasten haben wir schon zwei Stück kommen noch hin. Jetzt kommen wir zum Herzstück. Ganz andere Nummer hier. Ja, wobei wir gestern Abend festgestellt haben, dass das auch schon eigentlich zu klein ist. Wir werden die Halle hier, man kann schon so ein bisschen diese Linie als Orientierung nehmen. Die Halle wird in der Länge einmal komplett getrennt. Dann haben wir hier einen großen Mechanikerarbeitsplatz für unseren Betriebsleiter Andreas, der dann hier die Spezialreparaturen an unseren eigenen Fahrzeugen durchführt. Also wir werden hier, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nur unsere eigenen Autos reparieren. Also hier, wir werden nicht für Endkunden reparieren, das wird weiterhin Kfz Karpmann in der Adam-Opel-Straße machen, sondern hier werden wirklich nur, wenn wir mal eine Reklamation am Auto haben, Übergabe, Inspektion, Bremsen, Reifen, diese Geschichten werden wir dann hier selber machen. Dann wird hier nochmal längs getrennt. Dieses Element hier, diese Scheiben, wird rausgenommen. Da kommt noch ein weiteres Rolltor rein von außen. Und dann haben wir hier zwei Plätze für unsere neue Aufbereitungsfirma, die Firma Clean Buddies, www.clean-buddies.de. Jetzt auch demnächst bei Facebook und Insta vertreten, wo wir hochwertige, qualifizierte Aufbereitung speziell für Youngtimer und Oldtimer anbieten mit Keramikversiegelung etc. pp. Durch unsere beiden Kollegen Ralf und Dominik, die jetzt in Kürze noch von der Firma Chemical Guys aus Wiedmarschen ausgebildet werden. Deren Produkte nutzen wir auch. Das heißt, wir haben hier auch im Umkreis von, ich glaube, 100, 150 Kilometern sind wir der einzige Chemical Guys Partner, wo ihr dann auch zukünftig die hochwertigen Produkte bei uns kaufen könnt.
Die Aufbereiter nutzen dann dieses Tor, können dann hier, hier arbeiten. Hier kommt noch eine Hebebühne hin zum Polieren. Dort kommt noch eine weitere Bühne hin für die Mechaniker, Werkstattausstattung etc. pp. Diese große Bühne hier vorne, die kommt weg. Da kommt eine kleinere Bühne hin für unseren zweiten, für unseren Meister Maximilian, der dann hier arbeiten wird, sodass die Kunden, hier werden aber wirklich nur einfache Arbeiten gemacht, Bremsflüssigkeitswechsel, Reifen umstecken, damit die Kunden auch wirklich ganz gläsern sehen können, wie an ihren Fahrzeugen gearbeitet wird. Hier vorne in der Ecke, da kommt unsere Kundenlounge hin. Wir haben ja bei uns in der OM-Halle dieses schöne alte Ledersofa, die alten Teppiche damals gekauft, die antiken Bilder und Lampen und Radiogeräte. Das kommt alles hier hin. Hier kommt ein großer Flachbildschirm dran, wo wir dann unsere Folgen von Verkauft und Zugelassen von RTL Nitro streamen können, unseren YouTube-Kanal streamen können. Ja, Sofa, ein Kühlschrank logischerweise und die Produkte. Hier wird ein richtiger Shop aufgebaut. Wir wissen noch nicht, ob es dahin kommt, ob es hierhin kommt. Das ist noch nicht final entschieden. Ja, und hier kommt dann reine Stellfläche für Fahrzeuge hin. Da sind wir jetzt auch noch im Überlegen. Stellen wir die Autos quer? Stellen wir die Autos gerade? Könnt ihr euch gerne mal eine Meinung zu abgeben, wie ihr euch das wünschen würdet, wie wir die Fahrzeuge hier präsentieren. Aber die komplette Fläche auf dieser Seite, ich schätze mal, dass wir hier realistisch auch so 20 Fahrzeuge, 20, vielleicht 25 Fahrzeuge schön parken können. Ja, das ist einfach nur, da kommt unser Ölraum, kommt hier rein. Wir können ja gerne mal eine kleine Begehung machen, Philipp, wenn du willst, dann gehen wir hier einmal rum. Eine Toilette hier, ich werde bekloppt. Hammer, ne? Der richtige. Und Philipp, achte mal nach da oben. Wir werden im Winter Folgen drehen, wo wir nicht mehr unseren eigenen Atem sehen und wo wir nicht frieren und alles irgendwie zufriert und wir in Winterjacken durch die Gegend laufen. Ja, Sanitäranlagen für die Mitarbeiter, Hände waschen etc. pp. Hier kommt meine Frau rein, das wird das Buchhaltungsbüro, ne, wie sich das gehört, ohne richtige Fenster, ne, wird hier eingeschlossen und soll arbeiten. Das wird der Mitarbeiteraufenthaltsraum. Hier kommt eine Küche hin, die haben wir jetzt schon gekauft. Eine schöne Küche, ja, ein bisschen Shishi, damit wir hier dann zusammen Mittagspause machen können. Mein Arbeitsbereich wird hier vorne aufgebaut. Also ich hatte immer meinen Traum, ich möchte mitten im Geschehen sein, mitten zwischen den Autos sein. Das heißt, ich kriege hier ein richtig großes Büro. Ich muss mal gucken, ob ich das genau zwischen den Säulen aufbaue. Oder ob ich das, weil die Säule stört mich da ein bisschen, aber die ist ja halt nun mal da, dass ich das ein bisschen schräg aufbaue und damit ich mittendrin im Geschehen bin, meine Autos sehen kann, die Kunden sofort sehen kann und dann auch dementsprechend gleich mitnehmen kann. Eine kleine Kundenecke kommt, oder eine Spielecke für kleine Kinder kommt hier noch hin, Bobbycar. Ich habe noch gesehen, ich habe noch ein Elektroauto rumstehen, der kommt hier auch noch rein. Ja, ein Kicker, sodass wirklich für alle irgendwie was geboten wird. Unsere ganze Dekoration, die wir haben, unsere Tanksäulen, unsere Leuchtreklame, Bilder. Ich habe beim letzten Autokauf bei einem befreundeten Händler, habe ich warum auch immer eine alte Mangel gekauft. Macht einfach keinen Sinn. Das Ding ist aber irgendwie 60 Jahre alt, sah cool aus. Die stelle ich auch noch irgendwie hin. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber. Und Bierreklame habe ich gerade gesehen. In dem BMW waren noch zwei alte Bierschilder drin aus den 70er Jahren. Da werde ich bestimmt auch eine Verwendung für finden. Ja, und so soll das Ganze zum 1.7. aussehen. Ne? Wenn man mal überlegt, wir sind vor noch nicht mal 2 Jahren gestartet. Ihr wart live dabei von GWR mit unseren 8 bis 9 Fahrzeugen. Stolz wie Bolle und haben geguckt, mal gucken, was hier alles so passiert. Und jetzt mittlerweile sind wir hier auf, das müssten in der Summe 3.500 bis 4.000 Quadratmeter Fläche sein. Wo wir jetzt schon wissen, die Fläche in der Halle haben wir auch schon so geplant, dass wir für mindestens 2 weitere Mitarbeiter dann auch Arbeitsplätze haben. Wir haben jetzt mit der Firma Clean Buddies 2 festangestellte Aufbereiter, mit der Firma OM Classics 2 festangestellte Mechaniker, Buchhaltung, Aushilfen, Fahrer. Das ist schon völlig verrückt, wie sich das alles so weiterentwickelt hat. Und wir möchten hier, und das ist auch unser Anspruch und unser Ziel, wir möchten hier ein Anlaufpunkt sein für alle Autobegeisterten aus ganz Deutschland. Also hier ist wirklich 6 Tage die Woche geöffnet. Ihr könnt jederzeit zwischen den Öffnungszeiten von 8 bis 17:30 Uhr hier vorbeikommen. Jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr. Sonntag sind die Tore auch geöffnet. Von 8 bis 18 Uhr könnt ihr euch im Außenbereich aufhalten. Wir werden regelmäßige Treffen hier veranstalten. Wir müssen mal gucken, wie sich das so entwickelt. Vielleicht alle 2 Monate ein Kilometerfresser-Treffen, ein Oldtimer-Treffen, ein Youngtimer-Treffen, ein Tuning-Treffen, sodass wir wirklich alle Menschen, die positiv gesehen Nagel im Kopf haben und Bock haben auf Autos, sollen sich hier treffen und soll so ein richtig schöner
Spielplatz werden für alle Autobegeisterten oder alle Freunde des gepflegten Automobils. Ja? Und wir werden euch auf unserem YouTube-Channel regelmäßig auf dem Laufenden halten über den Fortschritt. Ich glaube, Philipp, wir drehen nächste oder übernächste Woche die nächste Folge. Und ich gehe da ganz stark davon aus, dass es dann hier schon wieder ganz anders aussieht als heute. Jetzt hast du noch was vergessen. Welchen Abschluss? Das Ende des Videos. Ach so, ja. Was sagen wir denn am Ende? Ach so, wir sagen, warte, jetzt hast du mir unser Konzept gebracht. Ich muss jetzt erst gucken, wo die Funke ist. Das ist jetzt erstmal mein einziges Problem. Da liegt sie. Ich hab sie. Ja, wenn ihr uns live dabei verfolgen wollt, wie wir dieses Automobilmuseum und diese Oldtimer-Ausstellung aufbauen, folgt uns bei Insta, abonniert uns bei YouTube, ganz wichtig, drückt die Glocke, keine Ahnung, Philipp, was muss man dafür machen? Ja, ich weiß es doch nicht. Ja, Glocke drücken, ganz wichtig. Lasst uns ein Abo da. Liked uns bei Facebook, teilt dieses Video, kommentiert dieses Video, worauf habt ihr Bock, was wollt ihr sehen? Wir haben hier so viel Fläche, was würde euch catchen, um hier mal vorbeizukommen? Lasst es uns wissen und freut euch auf die nächste Folge. Ja.